Autofahren war ziemlich angenehm. Ja, mach das. Mach doch was Verrücktes. So schwierig war es jetzt nicht, aber es ist halt alles groß und weit weg von allem. Und halt immer in unberührter Natur. Der Höhepunkt war bestimmt der Chuyan mit ungefähr so hohen Eingangsstufe. Ich fand den Multiday total super, oder die beiden Multidays, die wir gemacht haben, weil es einfach eine vollkommen neue Erfahrung war. Ja, es ist schon generell was anderes, weil die Flüsse einfach viel, viel größer sind als in den Alpen und eigentlich ist immer alles ausgesetzt. Also du steigst irgendwann eine Brücke ein und irgendwann eine Brücke aus und dazwischen ist einfach ja, ein schönes Tal und Hammer Wildwasser und ja, in der Dimension, die man eigentlich bei uns daheim nicht hat. Die ganze Gruppe, dass man 2 Wochen einfach ohne Streit und Stress zusammen paddeln konnte, das war hervorragend. Ja, mein Höhepunkt im Altaigebirge war mit Sicherheit die Landschaft generell, dass das einfach bombastisch ist. Ich glaube, besser ein Urlaub als hier 2 Wochen schwer zu toppen. Ja, Altai lohnt sich auf jeden Fall. Expertclub ist super.